Bist du bescheuert? Pfoten weg von deinem Online-Profil. Was habe ich dir getan? Ich habe doch nur geschaut, wer bei den Waldtagen dabei ist. Egal, wer von euch Arschmann das war. Nicht mit mir. Das muss und irgendwann ist ja mal Schluss. Ich möchte lieber surfen hier mit meiner Maus, bei mir zu Hause, in meinem Bett, durchs Internet. Oh, Leute, keine Panik, ich check die Lage wie der Captain der Titanic. Alles wird gut, also macht euch keine Sorgen, denn wir sind die Kings von morgen. Also, ich habe keinen Jungen versteckt. Wo ist mein Karateanzug? Ach, der roch etwas streng. Ich habe ihn mit drunter in die Wäsche gepackt. Tickst du noch richtig? Ist doch eigentlich ganz nett. Die Ansage von Frau Bigalke war nur Leute aus dem Modul. Das ist gegen die Regeln. Hat halt nicht jeder so ein langweiliges Profil wie du. Hä? Der das gemacht hat, wollte Joyce sich ja nur helfen. Ja, es hat ja super funktioniert. Ist ja auch nur ein Experiment, hat Frau Bigalke gesagt. Sie hat auch gesagt, wir sollen Verantwortung übernehmen. Und einfach die Regeln zu ändern, ist das komplette Gegenteil. Experimente können auch schief gehen. Was kann schief gehen? So ziemlich alles. Hast du Geheimnisse von mir? Nein. Wir haben nur über Joyce gesprochen. Oh, krass, oder? Wie man so abgehen kann. Ich hatte einen Moment Angst um Hermann. Ich sehe eine 7, eine 4, 0, 5. Wow, nicht schlecht. Dein Geburtsdatum, nehme ich an? Ja, ein Dieb in der Stadt hätte das jetzt nicht gewusst. Ein Spion, aber schon. Wie auch immer. Bis später. Musstest du es ihm verraten? Ja, die Leute sind viel zu leichtsinnig mit ihren Daten. Moritz kann und muss noch viel aus Frau Pigalkes Modul lernen. Du übertreibst doch. Weiter so, Cecilia. Genau hier, ne? Alles klar bei euch? Muss ja. Super. Ihr werdet heute Ausdauer machen, mittellange Läufe. Und dazwischen kurze Krafteinheiten. Badu, wir sind gerade erst vom Lauf zurückgekommen. Ich brauche auch eine Pause. Der Pro schwächelt? Badu, der Muskel ist zu. Okay, mach eine Pause. Ey, und was ist mit mir? Ich kann meine Beine kaum bewegen. Wir machen es so. Keine Ausdauer, keine Kraft. Dafür aktives Dehnen im Fitnessraum. In 10 Minuten habt ihr ein Trainingsprogramm. Dann wisst ihr, wie man die Geräte am besten benutzt. Ihr werdet euch wie neu geboren fühlen. So, und jetzt machen wir die Übergabe, Cecilia. Was denn, eine Pause? Wegen deiner LAS bleibt die Rechtschreibung für die Note außen vor. War denn so viel falsch? Finja, du hattest nicht einen einzigen Fehler. Ist ja schön, dass du dir helfen lässt. Ich vermute mal von deinen Schwestern. Leni, pst. Ich habe Finjas Aufsatz korrigiert und Frau Stocker hat es wohl bemerkt. Dennoch möchte ich deine Fortschritte nachvollziehen können. Verstanden. Du Streberin musst auch immer alles perfekt machen. Hättest du noch ein paar Fehler drin gelassen? Na, ihr Spione, alles schön belauscht. Ärger mit Stocker? Nee, ging nur um Noten, nichts Wichtiges.
Finja hat einen ganz rührenden Aufsatz geschrieben über Kraniche, die sich Rücken mitgeben. Okay. Hat mir eine Joggerin erzählt, als es mir wegen dem Mobbing und so schlecht ging. Nein, Finja, ich hab dir geholfen. Schon, du auch. Ich werde dich auch in Zukunft vor Hatern im Internet beschützen. Du kannst dich doch nicht darauf verlassen, dass immer eine Joggerin angejoggt kommt, wenn du mal Probleme hast, hm? Ja, danke. Und ich sag's euch, weil ihr es seid. Wir haben da so eine neue Übung bei Frau Wiegalke, Modul. Ah, oh, bitte. Was? Kannst du deine Energie nicht auch mal in andere Sachen stecken, als nur dieses Insider-Zeug? Eleni, du hast keine Ahnung. Sorry, dass ihr nicht dabei seid. Ey, du und deine Insider, ihr nervt. Hi. Hast du was gewaschen? Ich? Naja, noch nicht. Ich muss mich erstmal einlesen. Waschanleitung. Kann ich dir vielleicht helfen? Was suchst du denn? Meinen Anzug. Du hast einen Anzug? Ach, so ein Anzug. Ich dachte schon. Was dachtest du? Dass du den waschen willst bei all den Flecken. Kauf dir doch einen neuen. Dann sparst du dir den Aufwand. Der ist vielleicht nicht viel wert, aber ich habe mir jeden einzelnen Cent selbst verdient. Das finde ich toll. Ich kann dir auch was leihen. Genau. Ihr Einsteiner fragt einfach jemanden, wenn er etwas braucht. Aber ich bin anders. Ich kann das alles alleine. Also Freunde, hier folgt euer Trainingsplan. 3x20 Sit-Ups, 3x20 Liegestütze, 25 Minuten Radfahren, danach 3x10 Minuten Seilspringen. Dehnen und stretchen nach allen Übungen. Wasser trinken zwischendurch nicht vergessen. Du Spinn, für die Übungen brauchen wir den ganzen Tag. Ich glaube, das ist in der Sache. Oh, ich kotz gleich. Na, dann wenigstens mit Stil untergehen. Hey, was ist das? Hammer, oder? Neueste Schöpfung. Hey, das ist gut. Yo, Mann! Träum ich? Elender Muskel. Ey, du bist ein Star. Ach Quatsch. Ich habe ja nie richtig getanzt. Also war das nur dein Angeber-Move? Ist das nur dein Angeber-Beat? Okay. Hammer! Ey, das ist Hammer! Ich will nicht unterbrechen, aber was soll das? Ha! Man nennt es Karate. Das ist alles andere als Karate. Von einer, die nur peinlich rumsitzt, lasse ich mir gar nichts sagen. Ha! Ha! Nimm das! Ha! Ha! Hallo. Hallo. Du bist Finja, nicht wahr? Und die Frau Pikalke? Flora ist total engagiert und eine echt tolle Schwester. Du kannst stolz auf sie sein. Was machen sie eigentlich in dem Modul? Schade, dass ich nicht ausgewählt wurde. Ich bin froh, dass die Freitagsschwestern nach den Turbulenzen letztes Jahr endlich ein Zuhause haben. Das hat Flora einfach so erzählt. Leg dich nicht mit mir an. Nimm das! Bam! Ha!
Der beste Kampf ist der, den du vermeidest. Hier kommen gleich die Tränen. Ja! Joyce, was bist denn du so aggro? Am Einstein klären wir Dinge, ohne jemanden zu verprügeln. Weder Hermann noch irgendjemand anderen. Der hat mich schon verstanden. Gib mir dein Gürtel. Was? Nein! Wir machen eine Übung, okay? Zur Konzentration. Blende alles aus und konzentriere dich nur auf deinen Gürtel. Nee, auf keinen Fall. Wo ist das Problem? Mach deinen Gürtel ab und... Pfoten weg von meinem Gürtel. Joyce, du schlägst wild um dich, aber so triffst du nichts. Mit der Milch habe ich ziemlich gut getroffen. Ich schäme mich für dich, dass du das Karate nennst. Schnauze. Keine Ahnung, wer dir deinen grünen Gürtel gegeben hat. Aber es muss aus Mitleid gewesen sein. Hi, Paul. Atomsymbole sind interessante Vereinfachungen eines komplexen Sachverhaltes. Kern, Hülle, Schale und Orbitale. Das hier ist eher eine künstlerische Darstellung. Ich komme aus dem Zirkus, nicht aus dem Zeichenstudio. Morgen beginnen die Wahltage. Hast du schon deine Sachen gepackt? Finja? Ich habe das gleiche Symbol bei zwei verschiedenen Menschen gesehen. Und? Ein Atom. Die Joggerin hat es an ihrem Armband und Frau Bigalke hat ein Tattoo am Arm. Menschen tätowieren sich überall alles Mögliche hin. Und dass zwei Atomsymbole sich ähnlich sehen, liegt in der Natur der Sache. Nicht ähnlich, gleich. Das ist super besonders. So besonders wie das hier? Haha, witzig. Sie ist clever. Das habe ich schon immer gesagt. Cleverer, als wir gedacht haben. Und jetzt? Ich habe eine Idee. Finja wird sich noch wundern. Und jetzt du. Wie ich? Komm, du kannst das. Und ich brauche mal eine Pause. Okay. Okay, pass auf. Du gehst in die Knie und nimmst dein rechtes Bein vor. Dann nimmst du beide Ellenbogen, stützt sie so in die Seite und dann lehnst du dich einfach nur drauf. Zack. Ja, fast. Mach nochmal. Genau. Ellenbogen rein. Und nee, lass mal. Ich bin eher so der geistige Typ. Ach Mensch, mach nicht so schnell schlapp, Mann. Was wird denn das? Ich filme dich, dann kannst du sehen, was du besser machen musst. Nee, lass mal lieber. Nicht, dass jemand zuguckt. Genau, jemand hackt die Kamera oder was? Wenn du wüsstest. Ach, Mist. Nochmal, ich hab den Start verhauen. Ey, alles okay? Hier schon. Nochmal. Wie oft denn noch? Wieso, was soll das? Ist eine Intensivrunde. Auf die Plätze. Fertig. Cool, wie heißt denn der? Keine Ahnung. Wie, den hast du selbst erfunden? Nein, der war einfach da. Der Tänzer und der DJ. Brüder im Geiste des Beats. Yeah. Und? Spaß? Deine Trainingseinheiten sind super.
Fühlt sich alles gleich viel lockerer an. Was machen wir jetzt damit? Das Internet weiß nicht alles. Zum Glück haben wir eine gut sortierte Schulbibliothek. Die Geschichte der Alchemie in Erfurt. Das ist so speziell, darüber hat noch keiner ein Wiki gemacht. Alchemie? Die königliche Kunst. Viele behaupten, Alchemisten hätten nur versucht, Gold herzustellen. Aber es ging um viel mehr. Irgendwo hier. Ach, da. Was ist es? Das ist das Zeichen der letzten Alchemisten in Erfurt. Aus dem 17. Jahrhundert. Krass, oder? Damals gab es noch gar keine richtigen Bilder von Atomen. Das Symbol hat irgendwas zu bedeuten. Vielleicht hast du es ja wirklich gesehen. Oder das. Das findest du tausendmal im Netz. Auch als Armband und als Tattoo. Ich weiß es doch auch nicht. Ach, blöd. Aber wir finden es heraus. Warum fragen wir sie nicht einfach? Weil sie was zu verbergen hat. Hi. Hallo, Finja. Verfolgst du mich? Nein, keine Sorge. Wir wollten nur den Flyer abhängen. Er ist nicht mehr aktuell. Ich gebe ihn euch. Nee, den anderen. Eisparty. Ist irgendwas? Wir haben eine Wette, ob sie wirklich ein Tattoo haben. An ihrem linken Unterarm. Na gut. Das bleibt aber unser Geheimnis, okay? Wenn ich arbeite, dann verdecke ich das Tattoo. Das wirkt seriöser und schafft Vertrauen. Wer hat verloren? Finja. Oh, shit. Krass. Kannst du das auch? Ey, an dem Move bin ich kalt dran, aber ich sag's dir, irgendwann kann ich den. Ich kann's nicht. Yo! Hast du es gesehen? Oh, shit. Na, Bro, willst du auch einen? Danke. Mit Walnuss. Sorry, war mein letzter, for real. Willst du mal beißen? So. Okay, so. Eins, zwei, drei. Hier, noch einer, guck mal.
dass du nicht zeichnen kannst, okay. Aber dass du so krass daneben liegst, ein Atom, aus dem ein Schmetterling wurde? Nicht, dass du morgen aus einer Mücke einen Elefanten machst. Es war ein Atom. Wenn du meinst. Rein statistisch war es sehr unwahrscheinlich, dass Frau Piegalke sich ein Atomsymbol tätowieren lassen hat. Wissenschaftliche Symbole befinden sich in keinem einzigen Tattoo-Top-Ranking. Aha. Schmetterlinge auch nicht so direkt, aber Flügel. Die gehören wenigstens zum Schmetterling dazu. Spannend, oder? Mhm. Aber weißt du, was komisch ist? Ja. Dieser Blick. Hä? Dieser Blick von der Piegalke. Was denn für ein Blick? Wie die uns hinterher geschaut hat. Mega Psycho. Voll gruselig. Bist du sicher? Ja, ich bin doch nicht verrückt. Ich sag ja nicht, dass du verrückt bist, aber es gibt immer noch Leute, die sich einen Anker tätowieren lassen, obwohl ein winziger Teil der Bevölkerung schon mal einen echten Anker gesehen hat. Dann glaub mir halt nicht. Ich werde es dir schon noch beweisen. Irgendwann lege ich vor Hunderten von Leuten auf. Und alle sind im Flow, Mann. Ja. Morgen trainieren wir wieder gemeinsam. Hauser will Leistung sehen. Hauser oder du? Denkst du, ich weiß nicht, dass ihr mich heute verarscht habt? Morgen. Wir können nicht. Wie jetzt? Ab morgen sind Wahltage. Bela und ich sind dabei. Davon weiß ich gar nichts. Ich sag's dir jetzt. Hast du ihn gerade angelogen? Wir können auch Sprints üben. Kühler musst du einem helfen. Du hattest recht. Ich habe den Goethe das Mitleid bekommen. Mein Trainer, mein Sozialarbeiter wollte, dass ich stark bin. So kann man sich täuschen. Und damit hat die Lektion begonnen. Wie? Den kannst du dir verdienen. Du willst mich trainieren? Wir werden Katas üben. Und wir werden peinlich rumsitzen. Unter einer Bedingung. Keine Gewalt mehr.